Gut. So, jetzt kommen wir auf Scrap-a-Rap. Scrap-a-Rap. Oh, und das ist ein Schrottplanet, hä? So. Aha. Sieht ja interessant aus. Wie war das? Safe Game, ne? Sieht ja im Moment noch friedlich aus hier. Ach, guck mal, da kommen Schrottechsen, Techno-Echsen. Ich meine, haben die einen Sauerstofftank auf dem Rücken oder ist das was anderes? Weil vielleicht ist ja die Atmosphäre hier so. Hier fliegen Penisroboter rum. Warum fliegen hier Penisroboter rum? Und guck mal, wie scheißend frech gemein der jetzt da unten stehen bleibt, ne? Ey, ich komme hier nicht mehr raus. Ach doch, ich komme raus. Ich muss nur das Ding zerschießen. Okay. So. Ach, ich habe keine Toaster-Munition mehr. Das ist jetzt schlecht. Weil die Viecher hätte ich gern mit dem Toaster platt gemacht. So. Ja, okay, die brennende Rakete, das tut natürlich Aua. Hätte ich dran denken können. So. Ach, ich soll nach rechts weiter. Was hätte es dann da hinten unten noch gegeben? Hier mit euren Respawns, hey. Nee, also ich muss das echt wieder üben mit diesen Plattformen. Das geht ja nicht, was ich hier zeige. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Na toll. Also hier geht's auch nach unten weiter. Ich hätte bitte gerne eine Morübe. Ah, Zeit aufgefüllt, okay. Gut. Blöder Magnet. Ach, guck mal da. Extra Leben. Juhu. Und da oben sehe ich doch ein Secret. Da will ich hin. Komme ich so jetzt nicht mehr hin. Da muss ich nochmal von oben mich runterfallen lassen. Und das war's mit meinem Schutzschild. Vergesst, ich gehe doch nicht zurück. Ich finde, das hieß, dass die Feinde so irgendwie aus dem Bildschirm raus auf einen schießen können. Aber ich kann nicht durchs Bild raus auf die schießen. Turrican kenne ich, ja, habe ich auch mal gespielt, aber ist viel länger als Just Check Rabbit. Also da habe ich kaum noch Erinnerung dran. Und ich habe ja auch bei Chess jetzt gesehen, wie viel ich da schon vergessen habe. Also es ist schlimm. Okay, da brauche ich Missile oder Launcher, um hier durchzukommen. Ne, da brauche ich die Missiles. Okay. Bringt mir das jetzt was, dass ich hier lang gegangen bin? Ein Checkpoint. Okay, Checkpoint ist schon mal gut. Na. So. Was ich ja auch mal unbedingt spielen will, ist irgendwann mal Baron Beltrix Mystic Towers. Das ist ein cooler alter Opa. Ich meine, ja, kennt jemand einen jungen Opa? Ich kenne manche jungen Leute, die führen sich manchmal auf wie die schlimmsten Rentner, ja, aber sonst. Einen jungen Opa kann ich jetzt nicht behaupten, schon mal gesehen zu haben. Ach, guck mal, da ist wieder Magnet, aber kein Extra-Leben. So. Ach, und ich springe wieder in die Flammen rein, Leute. Okay, nehmen wir mal die Unverwundbarkeit mit. Ich als Level-Designer hätte hier ein Secret hingebaut. Liebe Grüße an den Esel zurück, Smu. Und Dankeschön. Okay. Wieder ein Level gepackt. War doch jetzt gar nicht so schlimm, ne? Ja. Ich weiß, die Safe-Krankheit, aber ja. Better saved than sorry, ne? Das wäre doch jetzt auch wieder so eine typische Stelle für ein Geheim. Habt ihr das gesehen? Das Viech stumpft mich hier raus und. Oh, Gemeinheit. Wow, wie ist denn das Level aufgebaut? Das sieht ja aus wie alles so einzelne kleine Cluster. Ich hasse diese Techno-Geckos. So. Ja, also ich muss wahrscheinlich echt mal Dark Souls 1 spielen. Mal gucken, wie ich mich da dann schlage, ob ich da dann besser bin wie hier. Ich meine, bei Just Check Rabbit, hier hätte es ja einfach nur geholfen, wenn du einfach ein bisschen mehr Bildschirm hättest, ne? Ja, hier kann ich jetzt rennen, aber dann renne ich da unten in irgendwas rein, oder wie? Ah, obwohl, ne, geht sogar. Warte, da sind welche liegen geblieben. Ach, jetzt bin ich in was reingerannt, okay. Bitte etwas ges... Bitte etwas Gesundheit, ja. Da hatten wir es schon wieder. Ich glaube, ich muss einfach mit mehr Geduld spielen. Das habe ich ja vorhin und das letzte Mal, glaube ich, schon bemerkt.
Ah, verdammt! Warum schießt ihr auch in so einen komischen Rhythmus? Ach, guck mal, da wäre die rettende Moorrübe gewesen. Und ich verpasse sie, weil ich clever bin. So. Ach, das hier wird wieder so ein... Ah, doch kein so ein großes Gehüpfe, okay. Ach, komm! Ich hab das echt nicht mehr raus. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Die Flamme, mein Erzfeind. Na, okay, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, geht das auch. Ich in der Zombie-Apokalypse, ne? Wie weit würde ich kommen? Na okay, in der Zombie-Apokalypse wäre ich wahrscheinlich vorsichtiger, wie hier bei Chess Check Rabbit, ne? Ja, komm, wenn du schon mal da bist, schießen wir dich auch noch weg. So. Ach, guck mal, ein Hoverboard. Juhu. Ja, stimmt, das wäre eine alternative Lösungsmöglichkeit gewesen für Orbitus. Wenn man sich da ein Hoverboard hergecheatet hätte, dann wäre man auch durch dieses Feld durchgekommen. Habe ich gelesen. So, Schutzschild. Gehen mir diese Teile auf die Nerven. Hm, noch ein paar Kristalle. Aber die geben hier ja nur Punkte. Oh, da oben ist ein Magnet. Das hat mich eben ein bisschen hochgezogen. Besser, es zieht mich hoch als runter. Ah, komm. Ah, okay. Ich und die Musik. Oje, oje, oje. So. Puh. Ach, guck mal, ein extra Leben. Sehr gut. Hey, dann sind wir sogar bei 4 schon wieder. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann geht's ja doch. Dann kann ich mich ja jetzt langsam abregen, ne? Ach, guck mal, da ist das Level schon vorbei. Dann kommt jetzt wieder ein Boss. Okay. Ja, die Qualitätssicherung, die hätte da nochmal reingucken sollen. Hi, what's even anything? Schön, dass du dabei bist. So, okay. Mac Airbase, doch kein Boss. Okay. Und ich lasse mich gleich mal erwischen. Naja, warum nicht? Sonic oder Mega Man? Ich weiß nicht. Da, ja, stimmt. Ich weiß, dass es von Mega Man Spiele auf dem PC gab. Und Sonic habe ich mir das letzte bei Steam mal gekauft, im Sale war es, glaube ich. Also die Möglichkeit besteht, aber mit den Spielen habe ich auch so ein bisschen keine Erfahrung. Ah! Immer diese Dinger, die da herangeschossen kommen. Mitten aus dem Off kommen sie ran und schießen den armen kleinen Hasen weg. Mega Man Bundle? Weiß ich nicht. Müsste ich mal gucken. Okay. Das sind die geklonten Doofies. Also ich schätze mal, dass die geklont sind. Oder bezog sich das Klonen auch auf die 4. Episode? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich sag's ja. Die Lieder, das sind irgendwie Ohrwürmer für mich. So. Mhm. Also mit wenig Technik konnte man da schon schöne Musik machen. Ich meine, was heißt wenig Technik, ne? Das war, also die Tracker, das waren ja eigentlich mehr oder minder Sampler, die Samples auf unterschiedlichen Tonhöhen abspielen konnten und ein paar Effekte mit drin hatten. Natürlich trifft er mich! Ich bin ja nicht eben nochmal weggesprungen. Vor allem, warum schießt er eine Rakete aus seiner Pistole? Das ist unfair. Ja, da muss ich rennen. So. Also das ist jetzt Rapid Fire. Ich halte jetzt einfach mal gedrückt, ne? So richtig rapid ist das nicht. So, da liegt doch bestimmt irgendwo noch eine Moorrübe. Die wir dann so richtig schön runterknafeln können. Ich erwische wirklich alles, was ich nicht erwischen will, ne? Und die anderen Sachen, da springe ich manchmal dran vorbei. So, da bin ich runtergekommen. Okay, dann können wir doch da drüben weiter. So, wie wir das immer mal schießen, es könnte ja was kommen, ne? So, ach, sehr gut, sehr gut. So.
Oh, puh, den habe ich nicht getroffen. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, so nah wie Dammy auf der Pelle war. Komm halt runter. Na komm, komm. Noch ein bisschen. Jawohl. Ach, was? Ach, was? Ja, ja. Okay, da hat wieder 3 Schuss von meiner Standardwurme ausgehalten. Muss ja nicht unbedingt sein. So, Checkpoint, Munition und der Vogel. Ach, und guck mal da, da geht's auch noch weiter. Das Spiel, das hat halt Unmengen an Secrets. Die kann ich mir gar nicht alle merken. Ja, selbst wenn ich wüsste, wo alle wären, ne? Oh, der Vogel hat eben die ganzen Raketen abgewehrt. Das finde ich toll. Das ist ein super Vogel. Aber hier kann ich nicht irgendwo rein, ne? Dann komme ich bestimmt von der anderen Seite da drüben an die Muni. Was? Warum gehst du denn zum Friseur, Smu? Wofür denn das? Ja, ich weiß, mein Friseur kommt immer zu mir, ne? Beziehungsweise Friseurin, sagt man da ja, ne? Früher haben sie ja immer Friseuse gesagt, aber das ist ja irgendwie sexistisch konnotiert oder so, ne? Oder es wäre zumindest ein bisschen abwertend. Ich meine, die Leute, die das früher gesagt haben, die ich von früher kenne, die haben das nie böse gemeint, weil früher hat man Friseuse gesagt. Keine Ahnung. Das hat sich jetzt geändert. Okay, 2 Mega Man-Spiele gibt's auf Steam. Gut. Kann ich ja mal gucken. Ich meine, meine Sammlung, die ist ja so groß, dann ist es ja eigentlich ein Wunder, dass da noch kein Mega Man-Spiel dabei ist, ne? Ach, guck mal, ein Secret im Secret. Woher kennen wir das denn, ne? Geht's hier noch weiter? Nein, jetzt ist Ende, okay. War das hieß mit der Rakete, ne? Die ist da auch wieder angekommen und hat mich einfach an den Füßen berührt. Oh, 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 oh. Moorrübe. Rübus Morus Hapicus Namnam. So, okay. Und wie viele Raketen haben wir jetzt? Ja, komm, die können wir dann auch mal verschießen, wenn diese Raketen uns nicht treffen. Ich muss zum Checkpoint gelangen. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ich packe das. Ich habe immerhin schon 98.000 Punkte und noch 4 Leben, ne? So, okay. Jetzt waren wir da. Und irgendwo hier war nicht das Secret. Nein, scheinbar nicht. Bleib mir doch mit diesen Raketen vom Leib. So. Ah, gut. Gut, gut, gut. Ich muss schießen. Ich muss mehr schießen. Dann treffen mich auch die Raketen weniger, ne? Aber die hier trifft mich trotzdem. Was? Wer wird als was beschimpft? Wenn man was sagt, wird man sofort beschimpft. Du bezogst dich auf die Sache mit der Friseuse. Mitten in den Kopf bei der Schildkröte, gut. Bitte lass mich mal da hoch, genau. Jetzt haben wir wieder Rapid Fire. So, und hier wollte ich auch wieder hin, weil da haben wir unser Leben wieder. Okay, das hat auch einen Respawn. Gut, gut. Gut, das zu wissen. So, jetzt, ich wollte mir das unbedingt hier noch angucken, auch wenn ich jetzt vielleicht wieder hinübergehe da dran. Nee, okay, nee, das reicht mir eigentlich. So. Oh, und jetzt vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Jetzt dachte ich, da kommt schon wieder eine Rakete. Dabei war es bloß so eine Plattform, okay. Wie hätte ich da ausweichen sollen? Die Plattform hat mich mitten in die Rakete geschmissen. Woher sollte ich wissen, dass da eine Rakete kommt, dass sie gerade da ist? Aha. Leute, jetzt... Die bringen mich total raus. Ich muss es wieder bis zum Extra-Leben schaffen. Dann habe ich nichts verloren, ne? So. Aber die Punkte zählen immer schön weiter. Also theoretisch in einem Level wie dem könnte man bis ins Endlose Punkte sammeln, wenn man sich kaputt gehen lässt, Punkte einsammelt, das extra Leben einsammelt, sich wieder kaputt gehen lässt. Damn!
Ach, Ursel, komm, jetzt komm doch mal wieder klar. Ich glaube, ich müsste mehr Button mashen, aber irgendwie, ich will ja auch nicht, dass dann die Aufnahme nur aus Klack, 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 Klack besteht. So. Aber es ist hilfreich, wie man sieht, ne? Es geht viel mehr Zeug kaputt, das einen dann sonst vielleicht getroffen hätte. Außer diese Rakete hier. Ach, ja, okay. Also den Leertastenfinger, der wird heute Abend wehtun. Der wird die ganze Nacht über schmerzen, aber ist auch okay. Kann man ja mal machen. So, und hier hoch. So. Ja, genau. Stell doch Dauerfeuer ein. Ja, nee. Es wäre auch ein bisschen lame und ich will das lame sein ja möglichst vermeiden. Wenn hier noch irgendwo eine Moorrübe wäre. Ja, ich weiß, da oben, da kommt dann die Rakete, also. Ach, guck mal, das verschwindet da durch die Wand. Aber da ist kein Secret? Nein? Okay. Ich meine, schieß einfach mal. Puh. Ach, nein! Okay, wir werden hier noch eine Weile sitzen, glaube ich. Aber was lange währt, wird endlich gut oder so. So heißt es doch. Ich muss auch immer die Munition mitnehmen, damit ich wenigstens ein bisschen was hab. Aber, naja, es ist schon klar, warum das Level Missile Base heißt, ne? Immer diese Rakete, ey. Die jetzt natürlich einen Respawn hat, ja. Okay, und Verwundbarkeit hält leider nicht sehr lange. Ist damit also eigentlich für den Hasenpopo. So. So, ihr wisst, was wir jetzt wieder einsammeln? Jawohl. Also Chest Check Rabbit 2 fällt mir wesentlich einfacher, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach eine größere Auflösung hat, dass man mehr vom Level sieht, ne? Da kann man dann sich besser auf die Feinde einstellen. So, ich meine, ich weiß ja, was da jetzt in ungefähr kommt und da oben kommt halt die Rakete, ne? Okay, beide ausgeschaltet und da kommt die nächste. Ja, danke. So, jetzt will ich mal gucken, ja. Nur ein paar Punkte. Jawohl, noch ein Geheimgang. So, und was ist hier so geheim, dass man das schützen müsste? Ach, der Boden, da, das sinkt man auch ein. Okay, Munition. Keine Karotten? Entschuldigung, Moorrüben. Warum sage ich Karotten? Habe ich einen Schaden? Ah, nicht abgeschossene Gegner spawnen neu. Okay, das ist gut zu wissen. Da hätte ich einfach nur ein bisschen besser auf die Raketen schießen müssen. Beziehungsweise halt, ja, ein bisschen hin und her laufen, um die Raketen alle zu grillen. Vielleicht war das die Taktik, wie ich das früher dann auch immer gespielt habe, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. So, okay, hier ist dann bestimmt das Levelende, genau. Boah, was eine Geburt. Aber immerhin, wir haben noch 4 Leben, ne? So, Nummer 11 und weiter geht's. Sorry, ich habe kurz was gucken müssen. Deswegen war ich kurz ein bisschen abgelenkt. So, du kommst nicht wieder. Ne? Gut. Und du auch nicht. Und du erst recht nicht. Da kann ich diesmal rein, wo das Dingens rauskommt. Ah, guck mal, der Secret Level Edelstein. Dann können wir uns wieder ein extra Leben abräumen, das wir vielleicht aber gar nicht brauchen, ne? Weil im Moment haben wir noch 4 Stück. Wenn jetzt nicht wieder ein Ultra-Hardcore-Level kommt, dann kriegen wir das doch auf die Reihe. So, ne, Dauerfeuer, ich muss dran denken. Ja, ich halte jetzt einfach mal die Leertaste gedrückt. Das scheint halbwegs gut zu funktionieren. Jo. Jetzt kommt dann die Rakete gleich wieder. Moment, das probieren wir jetzt mal. Ja, okay, sie ist ein bisschen früher wiedergekommen, als ich eigentlich wollte.
Ich weiß, da kommt jetzt auch gleich wieder einer. Jawohl, da haben wir sie weggekillt. Okay. Also Simon, du bist echt ein Profi, was das Spiel angeht. Kann das sein? Hast du das auch früher gespielt, als es zu seiner Zeit, als es da auf dem Markt war? Oh, jetzt kann ich nicht springen, weil ich so schnell war. Rapid Fire! Wow, und ich bin in nichts reingerannt, also in keinen Gegner. Oh. Diese Raketen da, die finde ich ungemütlich. Ah! Ich soll das wahrscheinlich ohne die Plattform machen, hä? Ah! Okay, ging auch mit. Man muss nur richtig lenken. Ah, gut, da war eine Mo-Rübe und jetzt ist sie wieder weg. Okay, was gibt's da oben? Da zeigt ein Pfeil nach oben. Ist hier denn so ein Hüpfer? Nein, nicht? Na, ach so, Zeit verlängert. Ja, gut, kann man ja mal machen. Und wenn ich hier hinrenne, nee, dann komme ich jetzt auch nicht unbedingt höher. Ach du, du machst Chess-Tech Rabbit Speedruns? Oh mein Gott, ich verspreche mich wieder. Ach, ach, hier, ja genau, die Jump Boosts. Die zählen leider nur ein Level lang. Oh. Ja, also Chess-Tech Rabbit, das ist wirklich ein Spiel, das ist mir gut in Erinnerung geblieben, weil ich das wirklich so oft gespielt habe. Ähnlich wie Commander Keen, ne? Commander Keen muss ich auch irgendwann mal machen. Aber bei Commander Keen ist es so, ein Treffer und man ist hinüber, ne? Ob ich das jetzt so auf die Reihe kriege, dafür hat man, glaube ich, ein bisschen mehr Bildschirmausschnitt und es, die Gegner... Nein, die Gegner sind anders, sagen wir es so. Ach, und wäre ich da drüben jetzt durchgesprungen, dann hätte ich da noch mehr Zeit gekriegt. Das war jetzt so ein bisschen Lotto hier. Da unten wäre ein Schutzschild. Was haben wir hier? Hier haben wir die gähnende Leere, ja, egal. So, und was kommt hier? Was kommt hier? Was kommt hier? Da kommt doch bestimmt gleich wieder eine Rakete angeflogen, oder? Okay, da war Dofus, der Schildkröt. Komm, Dofus, genau. Warum hat er auch ausgerechnet die Dümmsten geklont, ne? Ich unterstelle jetzt mal, dass das mit dem Klonen, dass das Kanon ist. Dass er da die eine doofe Schildkröte 1000 Mal geklont hat, weil einen richtig intelligenten Blick haben die nicht drauf, ne? Das wollte ich euch bei dem jetzt zeigen und dann war er schon weg, ne? Okay. Ach Gott, der Raketentunnel. Ja, was da alles durchkommt. Aber auch grüne Hasen kommen da durch. Ja. Ach, sehr gut, sehr gut. Nahrung. Nahrung, Gesundheit. Yam. Yam, wie er sagt. Ach, die wollte ich jetzt nicht haben. Ich hatte den Sprungboost. Ich hab's vergessen. Ach, und hier kommt man nochmal hoch, wenn man nochmal hoch will, ja. Ich will nur, dass dieses gelbe Blitzwölkchen hier loswerden. So, und da. Ah, Schutzschild. Ein Vierfacher. Das ist schon mal ganz gut. Okay, jetzt ist nur noch ein Dreifacher. Ja, also guckt euch den mal an. So sieht doch kein intelligentes Wesen aus, oder? Also ich unterstelle mal, intelligente Wesen sehen ein bisschen anders aus. Diese gelben Teile. Na, gleich bin ich mein Schutzschild wieder los. Gekonnt, Oselpi, ne? Die Dinger, die verfolgen mich jetzt da über den ganzen Bereich. Das gefällt mir nicht. Andererseits, wenn ich mich schnell bewege, kommen die ja gar nicht nach, ne? Komm. Wie geht's denn da unten weiter, dass ihnen das nicht richtig trifft? Na, also es hätte treffen können, sollen, müssen. Ja, jetzt ist mein Schutzschild weg. Und ich finde den Chess eigentlich immer noch cool mit seinem roten Stirnband. Ne? So ein bisschen auf Rambo. Du hättest weg sein sollen. Ich meine, Rambo war ja früher eh noch irgendwie so in, ne? So auf dem Schulhof und so weiter. Rambo, oh ja. Wir haben die Filme zwar nie gesehen, aber Rambo, 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 ne? Der nimmt doch alles auseinander. Wir haben ein Stickeralbum gehabt, wo Rambo drin war. Aber wie gesagt, der King war man halt nur, wenn man so ein Dinosaurier-Sammelheftchen hatte, ne? Also ich hatte eins. Oh, jetzt habe ich einiges an Chat verpasst, so wie es aussieht. Akku-Deku? Wofür steht Akku-Deku? Jetzt
jetzt stelle ich mich wahrscheinlich wieder bloß und stelle peinliche Fragen. Vielleicht weiß ich es sogar und habe es nur wieder vergessen. Eine Moorrübe. Eine Moorrübe, bitte. Ich meine, da oben war schon das Exit, aber... Ich will doch noch ein paar Punkte mitnehmen, ne? Oh, das Rapid Fire ist jetzt aber schon ziemlich rapid, ne? Da hat sich was getan. Okay, gehen wir halt in Richtung Exit. Ja, komm, auf die zwei Kristalle da unten. Gebe ich auch einen Spauz. Ach so. Ach so, wie komme ich denn jetzt da oben hin? Games dann quick. Ah, stimmt. Ja, genau. Genau, da hattest du mich schon belehrt, Belly. Ich erinnere mich. Ja. So. Tja, geht's dann hier unten vielleicht nach rechts raus ein bisschen weiter? So. Gucken, dass ja nichts respawnt, ne, und so. Ach, jetzt bin ich schon wieder hier oben gelandet. Das war keine Absicht. Ja, der Sprung... Ach, guck mal da. Das ist doch schon mal gut. Es geht hier zwar nicht weiter, aber es gab Punkte und Gesundheit. Ja, also Speedrunning, ich glaube, ich würde da sowas von ablosen. Aber es ist schön, dass es Leute gibt, die das können. Also ich würde mich da wahrscheinlich blamieren. Okay, bei manchen Spielen nicht. Wobei, ich habe mal gesehen bei Doom Nightmare Speedrun oder sowas. Also Doom könnte ich mir vielleicht vorstellen, weil ich da die Levels halbwegs im Kopf habe. Aber ich kenne auch nicht alle Secrets. Und ich denke, es wäre von Vorteil, wenn man alle Secrets kennt, ne? Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt habe ich mich voll verlaufen hier. Also auf jeden Fall hier lang irgendwie. Hier lang geht's irgendwie weiter. Also. Und dann kommt doch wahrscheinlich mal wieder ein Boss, ne? Ich muss wohl doch oben raus. Bin ich jetzt bescheuert? Ich glaube, ich bin bescheuert, aber ich glaube, ich weiß auch, woran es liegen könnte. Ja, zu viel Milch getrunken. Nee. Ich hab doch den Sprungboost und kann hier nach oben raus. Yep. Yep, yep, yep. Okay. Ja, wenn das Gehirn mal wieder nicht richtig arbeitet, ne, dann muss es Ossel sein. Yep, yep, yep. Ach, Bonuslevel, genau. Und da wir jetzt aber in vorgerückter Episode sind, gibt es hier bestimmt auch wieder diese blöden Exit-Schilder. Die muss man natürlich vermeiden, sonst fliegt man raus und kriegt kein extra Leben. Sobald ich schnell werde, kriege ich es nicht mehr auf die Reihe, ne? Aber es ist ja okay, hier kann man ja ruhig gegen ein paar Wände rennen. Sag mal, wo sind denn hier die ganzen Edelsteine? Das gibt's doch gar nicht. Okay, hier gehe ich jetzt zwar im Kreis, aber ich glaube, in der Richtung habe ich noch nicht ganz genau geguckt. Okay, nee, hier gibt's keine mehr. Dann... Ach Gott, da muss ich nur 10 finden. Okay, dann ist das Level eh ein bisschen anders angesetzt. Ach, guck mal, Zeit verlängert. Ja, jetzt packen wir das doch locker, würde ich sagen. So, und wenn wir ein bisschen mehr am Rand entlang gehen, dann können wir auch nicht in so ein Exit-Schild reinrennen, außer es ist am Rand. Na? Okay, ich glaube, das war jetzt auch wieder ein Umweg für nix, ne? Oder kommt hier was? Okay. Nee, 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 nee. Nee, das war nix. Bisschen Zeit aufholen. So. Und hier, genau, hier geht's weiter. So, in die Hand wollen wir auch nicht reinrennen. Bremst ja nur unnötig ab, ne? So. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wenn ich irgendwann mal größer bin, dann mache ich, keine Ahnung... einen Charity-Event mit Borderlands, mit euch zusammen oder so. Könnte ich mir mal vorstellen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt sowas wie 24 Stunden am Stück oder sowas, ob ich sowas packen würde. Ich glaube, dafür bin ich zu marode in meinem Alter. Ja, ich drehe um, weil ich hier entlang gucken will. Es fehlen ja nur noch 3 Stück, aber... Oh. Ja, Belly, du musst wieder schreiben lernen und ich muss wieder Plattformer spielen lernen, ne? Und übrigens, hi Belly, ich glaube, ich hatte dich noch nicht persönlich begrüßt, ne? Ah, ich lege hier gerade den Hasen flach, ne?
Das klingt falsch, ich muss mich beeilen, weil 3 Stück fehlen noch und wenn ich jetzt hier noch lang rumeier, dann wird das nichts mit dem Extra-Leben, ne? So, da in diese Richtung, da müssten sie doch dann kommen. Komm schon, streck mir dein Bürzel nicht ins Gesicht, denn dorthin gehört er nicht. Ja, ich glaube, ich gehe da ohne extra Leben raus diesmal. Nein, 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 ich pack das. Ja, da hast du wahrscheinlich recht, Simon. Also lieber wach dabei sein, als dann total übermüdet. Ich glaube, weil irgendwann, da kriegt man auch das Labern nicht mehr richtig auf die Reihe. Oh je. Kommt der Boss zu mir oder muss ich zu ihm gehen? Okay, wir haben da Safe Spots. Wir können uns da unten verschanzen. Das ist wahrscheinlich auch so gedacht, dass man das so nutzt. Man muss nur auf die Felsbrocken achten. Ja, ich glaube, ich gehe eher in die Mitte, da treffe ich ihn besser. Also wenn er jetzt hier wegfährt, genau, einfach hinten, hä? Das funktioniert. Ah, jetzt hat er sich zu schnell umgedreht. Egal, der hält nicht mehr viel aus. Ich habe keine Raketen mehr. Sag mal, was war denn das? Das war wieder blöd von mir, ich weiß. Na komm. Das ist blöd, wenn er oben drüber stehen bleibt, genau. Da muss man ja echt aufpassen. Und darum bin ich nicht gut. Seid ihr ja heute Zeuge von geworden. Na auf, komm. Und komm. Na komm, den kriegen wir doch. Den tüten wir ein, wie nix. Schildkröten-Tütensuppe, gibt sowas? Ich weiß es nicht. Ich muss es aber auch nicht unbedingt essen oder so. Ich meine, ich weiß ja, dass es Schildkrötensuppe gibt, aber Schildkröten-Tütensuppe machen wir aus dem, ne? Na, komm schon. Na, noch 1-2 Treffer. So, jawohl. Da hinten hätte es bestimmt noch Mohrrüben gegeben, aber egal. Ja, stimmt, 24 Stunden Streams, die kann man sich als normaler Mensch selten ganz am Stück angucken. Aber dafür gibt es ja auch theoretisch YouTube und so. Muss man dann halt etappenweise gucken. So, jetzt haben wir die Airbase in die Luft gejagt und Chess findet raus, dass Devon und seine Untergebenen diese Gene Machine gebaut haben. Was kann Chess da nur tun? Tja. Hey du, sag uns, wo diese Gene Machine ist. Da finden wir doch auch eine Lösung. Ach, ich mag solche Animationen. Bam! Pufft! Und guckt, jede Schildkröte trägt Unterwäsche. Hick. Chess Boss hier. Ja, habt ihr das gesehen, wie er das Poster defaced hat, ne? So, das sollte die schwierigste Herausforderung bisher sein, heißt es. Okay, Ozzel, Episode 3. Okay, gut.